Als der Herzog, gestärkt durch die Prüfung der Flammen, weiter Richtung Süden wandert, merkt er, dass er sich auf seinen Kompass irgendwie nicht so ganz verlassen kann. Irgendwas stimmt hier nicht. Und als er langsam so an so ein paar Bäume vorbeikommt, denkt er sich, so sollten die aber nicht ausschauen. Und dann bemerkt er, nicht nur die Bäume schauen ein wenig komisch aus. Alles hier ist so ein bisschen verfreakter Scheißdreck. Und ja, statt nach Süden zu gehen, ist er leider ein bisschen arg weit im Osten gelandet und jetzt ist er in der Zinsch-Scheiße. Aber Carthay ist nicht weit weg. Er muss nur an ihm hier vorbei. An Mystos, den mistigen Missgeburten, Mistherrscher und seine Pissbarbaren, die sich fertig machen, Carthay anzugreifen. So, dann gucken wir mal. Magie stehlen. Der Magier greift nach dem Verstand seines Feindes und stiehlt dessen magischen Kräfte für seine eigenen teuflischen Zwecke. Das muss man auf einen Magier machen. Gut, dann gibt es da noch. Dann habe ich hier auf die Einheit nix Herz und Zang. Gibt wieder ein Bonusvideo. Macht da nix. So. Gut. Fangen wir mit dem billigeren Scheiß an. Rosa Feuer des Zin. Ah, ballern wir Feuer an. Feuerball. Blaues Feuer des Zinsch. Mit einer Bewegung des Handgelenks sorgt der Magier dafür, dass die Körper seiner Feinde in glitzernden blauen Flammen aufgehen. Warpflammen. Erhöhter rüstungsdurchdringender Schaden. Ich würde jetzt gern gucken, was Warpflammen ist. Ah, da unten steht sie. 10 Sekunden. Schwäche gegen Feuer plus 10% und Rüstung. Okay. Wir machen aber die einfache Variante. Okay. Also man merkt schon, dass Zinsch gern mehr als bloß ein paar Geschosse abfeuert. Und dass die übel randommäßig sind. Zwar haben wir überhaupt nicht hier eingeschlagen und fliegen nur irgendwo sonst noch wo durch die Gegend. Ja, diese Zufälligkeit bei Zinsch generell, die ist schon irgendwie toll. Gut, dann. Rosa Feuer des Zinsch. Das war das blaue Feuer und das ist das rosa Feuer. Aus dem Magier gießt sich eine brodelnde Flut aus schillernder Energie, die seine Feinde in einem Strudel aus versenkten magischen Flammen umspült. Kann man Schaden erhöhen? Aber das braucht man nicht. Und der Kegel ist ganz in Ordnung. Ja. Sehr schön. Schaut auf jeden Fall cool aus und unterlässt so ein bisschen einen blauen Nebel. Und jetzt in der vom Damage her nicht die Welt bewegt. Gut.
Verrat des Tsinch. Der Magier flüstert den Köpfen seiner Feinde ein und schürt so die Feuer des Misstrauens und Verrats. Beim doppelten Zaubern macht's auch noch Nahkampfangriff kaputt. Und es trifft bereits, also auch, auf alle. Ah, da entstehen so kleine Gedankenstrudel. Was, im Prinzip ist das jetzt auch nicht so krass. Aber es ist krass genug. Es schaut trotzdem cool aus. Zinsch Feuersturm. Der Magier schleudert glühend heiße Kugeln aus scharlachroten Flammen von sich in die Feinde, mit einem tödlichen Hexenfeuerumfang. Beim Verbessern haben wir nur rüstungsdurchdringenden Schaden mit dazu. Oh. Dieses Auge schießt mehrere randommäßige Feuersäulen umeinander. Oh, war super. Und die Flirren? Die fahren auch wieder einfach entlang, wo es grob mahnen. Zinschzauber sind einfach cool. Der eine schnappt sich die Leiter hinten, der macht, was er will, der ist relativ effizient. Einfach nur super. Also auf Zinsch, seine Zauber stehe ich total. So, dann kommen wir zum Finale. Höllentor. Es öffnet sich ein Portal in das Reich des Chaos. Ein magischer Riss im Reich der Sterblichen, der alle in der Nähe in sich hineinsaugt, woraufhin sie mit Sicherheit dem Wahn verfallen oder ihrem Untergang. Beim Verbessern macht das nur rüstungsdurchdringend. Und da ist es, das Höllentor. Weil das nicht übel mächtig und geil ausschaut. Absolut super. Und Wahnsinn. Guck mal hier, volle Kanne mit verstehen. Mega geiler Zauber. Ja, genau. Okay. Feuersturm-Bombardement. Also, wer aber sagt, muss auch Biber sagen.
Ja, das ist quasi etliche blaue Flammen, die sie auf den Feind hergießen. Very nice. Und wir fui ab, boah, hey. Das hört überhaupt nicht mehr auf. Alter, ist das euer Ernst? Ihr habt euch jetzt gesammelt und lascht jetzt über den Weg zurück? Also richtig super. Ich muss mehr Magie verbrauchen, damit das Ding nochmal voll wird hier. Vielleicht kann ich den Blitz dann auch nochmal machen. Ja, kann ich. Mittlerer Wirkungsbereich. Auch wieder so ein Auge im Himmel. Oh, das ist aber kein Blitz, das ist ein Laserstrahl, Alter. Voll geil! Also, Zinsch geht ab. Obersuper.